Die Geschichte geht weiter, Freunde. Heute sprechen wir über den legendären BMW E46 M3. Los geht's! Der von Mitte 2000 bis Sommer 2006 gebaute M3 E46 hat einen hochdrehenden 3,2 Liter reinen Sechszylindermotor, der 343 PS bei 7900 Umdrehungen leistet. Das Fahrzeug wurde damals bei der Mondial de l'Automobile 2000 als Coupé vorgestellt und 2001 später dann als Cabriolet. Übrigens sieht man das Facelift dem Modell von vorne nicht unbedingt an, eher hinten, da die normalen Scheinwerfer durch LED-Rückleuchten ersetzt wurden. Auch von Alpina gab es den E46 etwas sportlicher. Es gab den B3 und den B3S. Zunächst mit 3,3 Liter und 280 PS, später dann mit 3,4 Liter und 305 PS, wobei Alpina mehr auf Antriebskomfort ausgelegt ist. Äußerlich unterscheidet er sich von den anderen Modellen der Dreierreihe, unter anderem durch die Außenwölbung auf der Aluminiummotorhaube, dem sogenannten Powerdome, der jedoch keine technische Funktion hat. Weitere Unterschiede zum normalen Dreier sind breitere Radkästen, aerodynamisch optimierte Außenspiegel, geschmiedete Leichtmetallräder, ein 18 oder ein 19 Zoll, eine zweiflutige Auspuffanlage mit 4 Endrohren, eine Frontschürze sowie der Entlüftung der Elektronik dienenden Luftkästen, den Kiemen, in den Kotflügeln. Die Fahrzeugbreite ist um rund 40 mm gegenüber dem Standardmodell gewachsen, bedingt durch die Vorderachsspur von nun 1508 mm, an der Hinterachse 1525 mm. Auch musste eine Verbreiterung der Radläufe um jeweils 20 mm vorgenommen werden, um den serienmäßigen 18 und ab Frühjahr 2001 gegen Aufpreis auch 19 Zoll Räder Platz zu bieten. Die vordere Schürze mit den angedeuteten Spoilerecken und den großen Luftschächten für Wasser, Öl und Bremskühlung zählt ebenso zur Serienausstattung des M3 wie die schmale Spoilerleiste Gurney Flap auf der Kante des Kofferraumdeckels. Sie ist in erster Linie für die deutlich verringerten Auftriebskräfte auf der Hinterachse verantwortlich. Der Motor ist nach dem Hochdrehzahlkonzept gebaut und arbeitet drehfreudig bis zur Grenze von 8000 Umdrehungen pro Minute, bietet dabei jedoch ein breites, nutzbares Drehzahlband und entwickelt bereits ab 2000 Umdrehungen 80% seines maximalen Drehmoments. Das Fahrwerk war eine Weiterentwicklung des Vorgängerfahrwerks von BMW E36 M3. Des Weiteren gab es nun die variable Differentialsperre, die einen Sperrwert zwischen 0 und 100% erlaubt, sowie eine schwimmend gelagerte Compound-Bremsanlage an Vorder- und Hinterachse. Ab 2005 gab es weitere Sonderausstattungen. Zum Beispiel konnte man für 5.300 Euro ein Competition-Paket bei Neufahrzeugen bestellen. Dieses enthielt 19 Zoll Räder im CSL-Design, die mit Sportcup-Reifen bestückt waren. Die Bremsanlage aus dem M3 CSL, ein optimiertes Fahrwerk, eine direktere Lenkung, also mit einer Übersetzung von 14,5 zu 1 anstatt 15,4 zu 1, sowie den M-Track-Mod, die per Taste am Lenkrad mehr Schlupf an den Hinterrädern und eine höhere Gearrate zulässt. Und da war auf einmal der M3 CSL. Von der Baureihe E46 des BMW M3 gab es von Mitte 2003 bis Sommer 2004 auch ein limitiertes Sondermodell mit dem Namen M3 CSL. Das Kürzel CSL stammt wie schon beim BMW 3,0 CSL für Coupé Sport Leichtbau. Der Prototyp des Fahrzeugs wurde auf der IAA 2001 öffentlich präsentiert. Dieses Modell hat eine leichte Karosserie und einen stärkeren Motor mit 360 PS anstatt 343. Die Basisdaten des Motors wie Hubraum und so weiter sind gleich wie beim Serien M3. Das Fahrzeug wurde ausschließlich mit dem sequentiellen Sechsganggetriebe namens SMG2 mit Drive Logic ausgeliefert. Die Reduzierung des Gewichts wurde durch den Wegfall von Komfortkomponenten und dem Einsatz modernster Werkstoffe realisiert. Mehrere Fahrzeugkomponenten des M3 CSL sind aus kohlefaserverstärktem Kunststoff, der automatisch abblendenden Innenspiegel, Türverkleidung, Mittelkonsole, das Dach, aber er hat auch keine Nebelscheinwerfer mehr, da diese einer geänderten Ansaugluftführung weichen mussten. Weiteres Gewicht wurde am Kofferraum eingespart. Zum Beispiel war die Heckklappe aus Leichtbaustoffen und der Kofferraumboden sogar aus fester Pappe. Um die Längs-, aber auch hauptsächlich die Querdynamik zu steigern, wurde zudem ein Dach aus Kohlenstofffaserverbundstoffen und eine leichtere Heckscheibe eingebaut, um den Schwerpunkt zu senken. Die Serienausstattung des CSL umfasst hauptsächlich elektronische Extras, deren Existenz kaum Gewicht kostet. So waren Antiblockiersystem ABS, elektronisches Stabilitätsprogramm ESP, bei BMW aber DSC, eine Reifenpannenanzeige RPA und die Zentralverriegelung mit Wegfahrsperre am Werk eingebaut oder einprogrammiert. Das äußere Erscheinungsbild des CSL unterschied sich zu dem normalen M3 durch die stimmungsoptimiertere Frontschürze mit einem markanten Loch zur Belüftung der Airbox, den mit einem Bürzel versehenen Kofferraumdeckel
und das Carbondach sowie einige Änderungen des BMW-Logos und speziellen M-Leichtmetallrädern Sport in 19 Zoll. Und hier mal ein kleiner Tipp, falls euch irgend so ein Idiot erzählt, dass er ein M3 CSL hätte, obwohl die Preise bei ungefähr 60.000 beginnen. In den echten und originalen M3 gab es nur in zwei verschiedenen Farben. Einmal ein Saphir Schwarz und einmal ein Silbergrau, also Silberanthrazit. Andere Farben gab es nicht in Deutschland zur Auswahl für einen M3 CSL. Im Interieur gab es größere Veränderungen. So wurden anstelle von normalen Sitzen Schalensitze verwendet. Die Rückbank gab es in einer abgespeckten Version mit einer Amaretta-Stoffkombination. Die Türeneinsätze waren aus CFK, die Mittelkonsole war leichter und kleiner und das Lenkrad war mit Alcantara bezogen. Und hatte übrigens nur einen Knopf beim M3 CSL. Als Sonderausstattung konnte die Klimaautomatik und ein Radio ohne Aufpreis bestellt werden. Erhältlich war weiterhin eine Alarmanlage, PDC, ein Regensensor und Xenonlicht. Weitere Extras gab es für den CSL entweder aus Marketing oder auch aus Platzgründen nicht. Wer übrigens beim Kauf eine Rennfahrerlizenz nachweisen konnte, dem wurde die maximierte Höchstgeschwindigkeit aufgehoben, sodass der BMW auch bei einigen Modellen, die man so bei YouTube findet, so an der 300 km/h-Grenze kitzelt. Der CSL hat serienmäßig einen mit M gekennzeichneten Knopf auf dem Lenkrad, weshalb ein Multifunktionslenkrad nicht mehr angeboten werden konnte. Wer den sogenannten M-Track-Mode aktiviert, der die Kennlinie der Servolenkung ändert, sowie die Parametereinstellungen des DSCs verschiebt und so eine noch sportlichere Fahrweise erlaubt. Somit werden kleinere Drifts ermöglicht, ohne dass das DSC direkt eingreift. Die in der Launch Control auch im normalen M3 erhältlichen sequentiellen Schaltung vorhandene Launch Control wurde für den CSL überarbeitet und schaltet nun bei Drehzahl Maximum in den nächsthöheren Gang. Somit ist es im M3 CSL möglich, mit Vollgas und in einem Zug an der Schaltwippe aus dem Stand bis zur Höchstgeschwindigkeit zu beschleunigen. Durch Benutzung dieses Extras, welches Kupplungskomponenten und Motor extrem belastet und daher nur sehr sparsam eingesetzt werden soll, können auch Ungeübte die werkseitig angegebenen Beschleunigungswerte von 4,9 auf 100 und 16,7 Sekunden auf 200 erreichen. Das Fahrwerk mit Magnetimpuls umgeformten hinteren Querlenkern wurde teilweise auf der Nürburgring-Nordschleife abgestimmt. BMW hat übrigens vom M3 E46 CSL 1383 Einheiten in nur einem Jahr gebaut. Wer jetzt denkt, der CSL ist selten, der ist auch selten, der hat sehr wahrscheinlich noch nie was vom E46 M3 GTR gehört. Da der BMW M3 mit dem 6-Zylinder S54 in der American Le Mans Series im Jahr 2000 gegen die Porsche 911 GT3 Modelle unterlegen war, wurden 2001 zwei M3 GTR mit einem 4 Liter V8 Motor aufgerüstet. Dies entsprach zwar dem Wortlaut der Regeln, jedoch nicht dem Geist des seriennahen GT-Rennsports und führte zu Protesten der Konkurrenz, da BMW kein Serien M3 mit V8 im Angebot hatte. Reglementbedingt musste aber eine Straßenversion vorgezeigt werden. BMW reichte diese nach. Die Stückzahl dieser Serienversion des M3 GTR Street wird zwischen 1 und 10 angegeben. Technisch war dieser Wagen sehr eng an die Rennversion angelehnt. Ein von 330 kW auf 285 kW gedrosselter 4 Liter V8 vom Typ P60B40 mit Trockensumschmierung leistete unter der mit zusätzlichen Kühlschlitzen versehenen Motorhaube seinen Dienst. Weiter an Bord waren eine 6-Gang-Handschaltungsgetriebe, weiter an Bord war ein 6-Gang-Handschaltgetriebe sowie eine 2-Scheibenkupplung, wie sie im Rennfahrzeug verwendet wurden. Die Karosserie wurde ebenfalls an das Rennfahrzeug angelehnt. So bestanden Dach, Heckflügel sowie Front- und Heckschürze aus kohlefaserverstärktem Kunststoff. Durch diese Maßnahmen und den völligen Verzicht einer komfortablen Ausstattung erreichte der Zweisitzer ein Leergewicht von etwa 1350 Kilo. Der Preis wurde mit 250.000 Euro beziffert. Der BMW M3 wurde auch auf den Rennsimulationen wie Need for Speed oder Gran Turismo verwendet und erlangte so zusätzliche Bekanntheit. Und mal so unter uns, jeder kennt von uns doch dieses Need for Speed Most Wanted Cover, wo dieser M3 GT einfach auf dem Cover war und jeder ihn haben wollte. Es gibt übrigens auch einen Typen aus Amerika, der hat sich einen M3 GTR nachgebaut. Sieht ganz cool aus, wird auch regelmäßig von der Polizei angehalten. Nochmal zusammengefasst, der GTR hat einen 4 Liter V8 mit 285 kW, das entspricht 387 PS bei 7.500 Umdrehungen. Zudem hat er 390 Newtonmeter Drehmoment und hat eine Höchstgeschwindigkeit von GPS gemessenen 295 km/h. Da ich jetzt die ganze Zeit so gut über den M3 gesprochen habe und euch Dinge aufgezeigt habe, die der ein oder andere von euch nicht gewusst hat, werde ich mich jetzt bei den schlechten Seiten des M3s nur auf zwei Dinge fokussieren. Zum einen habt ihr das große Problem, dass die Lagerschalen irgendwann mal ihren Geist aufgeben und dass ihr die bitte präventiv tauscht, wenn sie nicht schon getauscht worden sind. Ansonsten gibt es noch ein Problem mit den Kupplungen beim SMG-Getriebe. Benutzt ihr zu häufig die Launch Control, kann es sein, dass ihr die Kupplung verraucht und dann wird es teuer. Aber allgemein macht das SMG-Getriebe sowieso immer Probleme. Also wenn ihr einen kauft, könnt ihr ihn günstig bekommen, weil entweder das SMG-Getriebe im Arsch ist
oder die Lagerschalen. Wenn aber alles beides irgendwie neu ist, also die Lagerschalen und das SMG-Getriebe frisch gewartet, dann werdet ihr wahrscheinlich viel Spaß mit diesem geilen Auto haben. Danke, tschüss.